Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir die Demo zu Super MechBot. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zur heutigen Demo. Heute spielen wir Super MechBot. Ja, rein ins Spiel. Das ist so ein Plattformer. Das heißt, ich werde super performen. Auf der Switch, falls sich irgendwer fragt, wo ich es gerade aufnehme. Ich muss halt auch mal wieder ein bisschen Konsole hier, die Demos gucken. In letzter Zeit war es sonst immer nur PC. Yikes, was war das? Noch einer, der diesen Planeten erkunden will? Chloro, er wird dich noch hören. Ach, skip mir. Das können wir doch mal eben kurz skippen. Ja, ich suche nach sehr alten Fragmenten der Geschichte. Oh, was ist denn das? Ein böser Asteroid kommt, um euer ganzes System zu vernichten. Das hättest du früher sagen können. Oh, sie wollen mir helfen. Da schläft einer noch. Ihr seid hier meine kleinen Freunde. Habe ich Planetenfragmente gehört? Sie gehören alle mir. Sie haben große Kraft. Ich werde sie alle haben. Nein, es ist aber. Sei vorsichtig, MechBot. Er ist ein Wesen purenböses. Danke für deine netten Worte. Wenn du deinen Freund wiedersehen willst, dann bringst du mir am besten die Planetenfragmente. Können wir nicht einfach rüberspringen? Ah, okay. Euer Planet hat sehr viele verborgene Pfade. Ich brauche Magnetpower. Ich habe blau und rot. Man soll das eigentlich mit Joy-Cons spielen. Beziehungsweise man kann mit Joy-Cons spielen und dann hat jeder einen in der Hand. Okay, mit dem rechten ziele ich. Und ich kann mich von den Teilen abstoßen. Wenn ich die gleiche Farbe nutze. Also wie mit einem richtigen Magneten. Und so funktioniert das Spiel. Level geschafft. Also jetzt stelle ich mich noch gut an, gleich nicht mehr. So, was willst du mir jetzt erzählen? Nichts Besonderes. So, jetzt. Level geschafft. Jawohl. Kann ich auch beide gleichzeitig abfeuern? Nein. Warte mal, ist das leuchtende Etwas da eigentlich auch irgendwas mitnehmen? Nein, das ist einfach nur Deko. Bisher läuft's doch gut. Oh, jetzt wird's lustig.
Und wieder geschafft. Warum kann ich nicht immer so gut performen? Verdammt. Ciao. Ich brauche beide Teile. Ja! Geschafft. Jetzt kommen Fallen dazu. Okay, ich kann mich nicht gleichzeitig davon abstoßen. Geschafft. Oh, jetzt beides. Nein! Kleines bisschen zu spät. Verdammt, falsche Farbe. So. Ach nee, ich muss mich ja ranziehen. Warum hat er sich jetzt nicht rangezogen? Kann es sein, dass ich irgendwie so teils farbenblind bin? Warum drücke ich da dieselbe Farbe? Muss ich mich vielleicht so nach oben? Ja, ich muss mich nach oben boosten. Nein! Aber kann ich das auch durch die Wand hindurch? Nein! Ja, ich weiß. Ach, ich soll mich hochziehen. Falsche Farbe, mal wieder. Nein! So, Leute, nächstes Level! Okay, dahin muss ich. So, jetzt muss ich mich da ranziehen. Ranziehen war die andere Taste. Ich wollte hoch! Ja, ich habe was erreicht in meinem Leben. Okay. Und ich habe es geschafft, mein Leben wieder zu zerstören. Okay. Ja, ich habe mal was erreicht. Sag mal, wie lange geht das noch? Okay. Nein. Ich muss mich seitlich schleudern. Nein, das war die falsche Taste. Nein. Oh. Okay. Einmal so und nein. Ich muss mich nur da hochziehen. Ja. Ich hab's geschafft. Oh nein. Jetzt sind auch noch Collectibles. Ich hab es. Ich hab's. Nur mit dem Leben, das habe ich noch nicht so ganz raus. So. Ein Sternfragment habe ich.
Okay, geschafft. Warum der sich schon wieder nicht abgestoßen hat, verstehe ich nicht. Okay, wie komme ich da oben dran? Ich hatte so die Hoffnung, dass ich mich durch die Wand hinweg so schlagen kann. Warte mal, vielleicht geht es ja von hier. Ja! Ich habe das Gefühl, das wird nichts. Ja! Oh! Geschafft! Okay. Ich wollte ein bisschen zu viel. Das war nicht hoch genug. Okay, wie mache ich das jetzt ganz schlau? So nicht. Ja! Oh Gott, jetzt kommt hier auch noch Säure dazu. Und verschwindende Plattform. Warum hat er sich jetzt wieder nicht gezogen? Nein, ich hab's nicht eingesammelt. Aber wie mache ich das denn da? Also da unten. Manchmal verstehe ich die Magnetmechanik hier nicht. Okay, ich muss mich hier rüberschießen, dann dort rüberziehen und hoffen, dass ich da drüben ankomme. So, und jetzt ist die Frage, wie mache ich das hier? Also, ich komme wieder zurück. Okay, und das war, glaube ich, jetzt das letzte Level. Ja, wir haben alle Planetenfragmente gesammelt. Wir haben sehr hart gearbeitet, aber... Ja, die Brücke habe ich trotzdem nicht repariert. Ja, und hier ist die Demo jetzt vorbei. Also das Spielkonzept mit der Magnetkraft, das fand ich ja interessant. Extra Demo-Levels? Nein, danke. Ja, 15 Minuten, so lange bin ich schon hier drin. Und ich fand das jetzt schon allein anstrengend. Nein, ich will da nicht rein. Na gut, eins dieser Level mache ich. Oh Gott, wie mache ich das denn? Also das sind Wände, wo ich mich durchziehe. Er läuft doch ganz gut. Falsche Taste. Falsche Taste. Hier gibt es bestimmt auch so ein paar Speedrunner, die das gemacht haben. Was ich gerade eben versucht habe. Das verziehen. Warum? Warum drücke ich jedes Mal die falsche Taste? Kommt man überhaupt hoch genug? Ich schieße jetzt mal straight nach unten. Nee, man kommt gar nicht hoch genug. Egal. So, zurück zum Menü.
Ja, Leute, das war dieses Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wurde ein bisschen länger als gedacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.